Hi ihr Lieben, wie geht's euch? Mein Name ist Nina und das hier ist meine Beauty-Welt. Ich habe zum zweiten Mal unser Trash-Wander-Paket erhalten, beziehungsweise ich bin ja in zwei Gruppen. Und das Paket, was ich zuerst hatte, das Video verlinke ich euch hier auch mal, ist wieder bei mir angekommen. Es hat jetzt eine Runde durchlaufen. Wir haben auch eine neue Mitstreiterin dabei, wo ich mich auch total drüber freue. Und jetzt ist es wieder bei mir angekommen. Wir sind, ich weiß gar nicht, 2, 4, 6, 7, glaube ich, mittlerweile. Neben mir macht jetzt noch neu die liebe Sophie vom Kanal Mrs. Muffin Makeup mit. Von der habe ich jetzt das Paket auch bekommen. Dann macht noch mit die liebe Liz vom Kanal Lizsaurus, die liebe Nicole vom Kanal Gartenfamilie und mehr, die liebe Franzi vom Kanal Kosmetik Zauberzecher und die liebe Renate vom Kanal Craft Cat Air. Renate heißt es, glaube ich, oder ich, sorry Renate, wenn ich es jetzt verkehrt rum, ich glaube es heißt Craft Cat Air für Renate. Ich verlinke euch aber alle Kanäle, die mitmachen, in der Infobox. Schaut auf jeden Fall auch mal bei allen vorbei. Lasst gerne überall ein Abo da und auch liebe Grüße von mir. Alles super Frauen, die richtig tolle Videos machen. Und ja, ich werde jetzt mal schauen, was, für all diejenigen, die das erste Video noch nicht gesehen haben oder gar nicht wissen, was ein Trash-Wander-Paket ist. Wir haben alle... Gestartet hat das die liebe Liz vom Kanal Lizsaurus. Bei der hat unser Paket gestartet. Wir haben uns zusammengetan, haben gesagt, wir möchten gerne das machen, haben uns dabei inspirieren lassen von einem Wanderpaket, was auf Instagram unterwegs ist. Da ist unter anderem die Nicole von Chiquitas Place und die Katrin von Katrins Welt und so dabei. Die machen das allerdings auf Instagram. Da könnt ihr natürlich bei denen gerne mal vorbeischauen. Dann haben wir uns überlegt, ach so, was würden wir auch ganz gerne machen. Ich habe das auch auf YouTube öfter schon mal gesehen. Genau, das sind halt im Prinzip ja Trash, heißt ja eigentlich Müll, aber das sind ja Produkte, die wir halt dann nicht mehr oder diejenige nicht mehr braucht, wo vielleicht entweder die Farbe nicht gefällt oder man es doppelt und dreifach zu Hause hat oder... Keine Ahnung, ist halt für die Haut, für das Haar und so weiter nicht so gut funktioniert. Wir halten natürlich die nötigen hygienischen Vorgaben ein. Also wir, jetzt wo ich das gerade, ich habe heute irgendwie den ganzen Tag schon so trockene Lippen. Wir tun dann natürlich keine gebrauchten Lippenstifte, keine gebrauchten Wimpertuschen, Eyeliner und so weiter rein. Also wenn sowas drin sein sollte, dann ist das neu, also unbenutzt. Und ansonsten auch natürlich so, weiß nicht, Cremetiegels, wo man vielleicht mit den Händen drin war und so weiter. Da sehen wir natürlich jetzt momentan auch von ab. Ne? Ist für uns alle sicherer. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch ganz, ganz viele Sachen, ja, die bei uns nur rumliegen und dafür einfach zu schade sind. Und deswegen packen wir sie in das Trash-Paket und das wandert halt zu uns allen. Wenn einem jemand etwas gefällt, nimmt man es sich raus. Und wir tun dann aber natürlich auch von uns wieder was rein und dann geht das immer so weiter. Die Sachen, die die erste Runde, die ich reingetan habe und die erste Runde jetzt überdauert haben, die nehme ich jetzt natürlich gleich wieder raus. Ich bin gespannt, was noch von mir drin ist. Die liebe Sophie ist ja jetzt noch neu dazugekommen. Das heißt, also das Paket hatte bei Liz gestartet, war jetzt auch zuletzt dann erst bei Liz. Und die hat es dann anstatt wieder an mich, dann an Sophie geschickt. War jetzt noch einer mehr, der noch Sachen rausnehmen konnte. Und die hat, glaube ich, auch so ein paar Sachen von mir genommen. Deswegen, ich hoffe natürlich, dass nicht mehr allzu viel da ist. Das Paket ist das hier. Den HelloFresh-Karton, den hatte ich tatsächlich benutzt, weil das Paket von Liz schon pickepacke voll war. Und da haben meine Sachen dann schon gar nicht mehr mit reingepasst. Ich habe mir jetzt schon einen Stuhl aus der Küche geholt, dass ich das da draufstellen kann, weil ich weiß sonst nicht, wie ich es machen soll. So, das ist wirklich, ich hoffe, der Karton überdauert noch eine Weile. Ich muss den gleich, muss den noch ein bisschen mit Panzerband. Stört euch bitte nicht an meinen Haaren. Ich weiß, die sehen katastrophal aus, aber so sieht das aus. Ich bin gestern mit nassen Haaren schlafen gegangen, ja, und ich habe dann solche Wellen in den Haaren. Und das lässt sich auch leider nicht mehr reparieren, also ich muss jetzt damit leben. Wow. Okay, also hier ist einmal jede Menge... Krisselpapier. Dann haben wir hier
So sieht das aus. Dann schauen wir mal. Mein Gott, das ist viel. Das wird ein langes Video. So, hier ist einmal eine Katzenkarte von der lieben Sophie. Hallo ihr Lieben, danke, dass ich bei euch mitmachen darf. Wer mag, darf diese Karte behalten. Ich hoffe, euch geht's gut. Küsschen, Sophie. Finde ich schon mal super süß. Was haben wir hier? Es sind ganz viele Karten drin. Einen lieben Gruß. Wer mag, kann die Karte... Ach ja, das war die von der Renate, glaube ich. Die hat die selber gemacht. Genau, Handmade with Love. So, Craft Cat Air heißt die. Alles der Geil, steht es auch nochmal so. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und durfte. Das Tausch-Trash-Paket ist eine tolle Sache. Ich wünsche uns allen viel Spaß bei der zweiten Runde. Ist das nicht toll, was die Renate da für eine tolle Karte gemacht hat? Wahnsinn. So. Die werde ich nicht rausnehmen. So, was haben wir denn hier? Karten. Auch ich nehme mal erstmal was zu essen raus. Oh. Was haben wir denn hier? Ach ja, zu essen kann auch drin sein. Also Beauty, aber auch, ne, wir essen ja auch alle gerne. Kokoshaferling, Oat und Coconut. Keine Ahnung, wer das reingetan hat. Ich habe es aber auch bei, ich müsste eigentlich von Sophie sein, weil ich habe es jetzt nicht in ihrem Video gesehen, glaube ich. Und ich esse sehr gerne Kokosnuss. Die packe ich mir jetzt erstmal direkt auf den Vielleicht-Haufen. Und am Ende entscheide ich, was ich behalte. Oh, was haben wir denn hier? Eine Contouring-Palette. So ein dickes Ding hier mit Highlighter, Bronzer und Blush. Schimmert. Der Bronzer schimmert auch. Contouring Trio. Ich kann jetzt nicht erkennen, von welcher Firma das ist. Ich tue es mal auf den Vielleicht-Stapel. Ich weiß noch nicht. Ich habe ja eigentlich genug, aber wow. Hier ist so viel. Was haben wir denn hier? Ah, ich glaube, der war von mir. Ich glaube. Diesen Highlighter. Auf jeden Fall habe ich den... Ich glaube, ich habe den reingetan. Ich stelle ihn erstmal dahin, wo ich denke, dass es von mir gewesen sein könnte. Genauso wie diese Augenbrauenpalette von Revolution. Die hat leider auch kein neues Zuhause gefunden. Die war auch von mir. So, was haben wir hier? Ah, ein Manhattan Lipstick in dieser Farbe. Also denk mal, der wird neu sein. Der geht auf jeden Fall wieder weiter, weil Lippenstifte benutze ich nicht. So, dann, ich glaube, ich nehme mal hier so ein paar Sachen raus. So, was auch von mir war, ist dieser hier. Der Hello Good Stuff Bronzer von Essence. Der hat irgendwie auch kein neues Zuhause gefunden. So, was haben wir denn hier? Von Santé. Einen blauen Eyeliner Pencil. Ich habe genug Eyeliner, also ich denke... Der wird auch weiter wandern. Ich muss mir hier mal ein bisschen Platz machen hier. Dann haben wir einmal das Detox Badesalz. Das war doch in irgendeiner Box drin. Das habe ich schon benutzt. Das hatte ich auch. Das war tatsächlich echt gut. Ich packe es mir mal auf den Vielleicht-Stapel. Dann diese Dinger hier, die habe ich jetzt allerdings auch zuhauf. Das sind diese wiederverwendbaren Abschminktücher. Die werden weiter wandern. Also die, das ist eine Cremeprobe, die hatte ich auch in so einer Apothekenbox. Das wird auch weiter wandern. Genauso wie das hier, die habe ich nämlich, glaube ich, auch selber. Ach ja, und das ist von der lieben Irene. Da hat sie nämlich geschrieben, für jede eins dabei, mit lieben Gruß, eine Portion Liebe. Das ist nämlich auch eine... für die Badewanne. Und das behalte ich natürlich auch. So, was haben wir denn hier? Von Shiseido. Ich glaube, das ist ein Parfumprobe. Ich habe genug Parfum. Das wird weiter wandern. Dann haben wir hier von Duce ein Lippen. Das ist, glaube ich, hier wieder so ein Produkt, was man für Lippen und Wangen auch benutzen kann. Sowas habe ich allerdings schon, aber ich benutze es auch nicht, deswegen wird das weiter wandern.
Dann ist hier eine Probe von Elemis drin. Ich denke, die werde ich behalten. Ich bin totaler Elemis-Fan und das Produkt kenne ich noch nicht. Was bist denn du? Okay, aufpolsternd. Ach, eine Schlafmaske. Also eine Maske für die Nacht. Cool. So, was ist denn hier alles drin? Da ist was von Revolution. Ach, auch so ein Trio hier. Okay, ja, sowas sind eigentlich fast die ident, außer der Highlighter. Aber Blush und Dings sind sehr ähnlich. Ich habe sowas echt zuhauf, deswegen wird das weiter wandern. Genau, hier ist auch noch eine Parfümprobe, die wird auch weiter wandern. Dann haben wir hier von Hot Makeup ein Bronzing Powder. Also ich denke, das wird mir zu dunkel sein. Das werde ich auch weitergeben. Dann haben wir hier von W7 Makeup and Glow Bronzing Base. Okay, was ist das? Ist das ein loses Puder? Oder? Ach nee, das ist tatsächlich... Interessiert mich aber. Ich nehme mal einen sauberen Pinsel. Der ist tatsächlich noch komplett jungfräulich. Ich will einfach mal wissen, was das ist. Okay, sehen wir das Ding? Das ist so eine Art... Ja, das ist so ein Creme. Bronzer, würde ich sagen. Mal schauen. Mal schauen. Ich und Bronzer sind ja... Wir sind ja per Du. Ach, hier ist wieder ein Lippenstift von Essence. Und ich glaube, den habe ich da reingetan. Der war nämlich in meiner... Blooming Babe Box. Ich glaube, der war von mir. Ich glaube es. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Da sind noch ein paar Süßigkeiten. So, was haben wir hier? Einen Trended Up Brow Liner in Waterproof. Da habe ich auch noch was von. Der wird auch weiter wandern. Dann haben wir hier einen Nagellack. Der ist bestimmt auch von Sophie. Die ist ja die Nagellackkönigin in so einem schönen Lila. Aber ich habe echt genug. Und die Sophie hatte mir in unserem Tauschpaket auch so wahnsinnig viel Nagellack mitgeschickt. Das heißt, der den werde ich auch weiter wandern lassen. So, was haben wir hier? Quick Dry Drops. Das ist bestimmt auch für die Nägel. Aber das werde ich auch weitergeben. Genauso hier diese Wasabi-Nüsse. Ich glaube, die wollte auch irgendjemand haben. Was haben wir hier? Ach, was Saures. So saure Schlangen. Zweimal. Da werde ich auf jeden Fall eine für mein Kind mal an die Seite legen. Die andere, falls es noch jemand mag, wird weiter wandern. Ach, dann hat hier, das hat die Renate reingetan. Ganz großzügig. Aus der Goodiebox war das ja von... Fix and Rouge, dieses Hydra Matte Pore Correcting. Ich habe die selber, deswegen gebe ich die weiter an jemanden, der die noch nicht hat. Also das ist echt ein teures, tolles Zeug. Ah, dann haben wir eine Palette von Revolution, eine Lidschattenpalette. Die werde ich auch, die Farben gefallen mir gut, aber ich werde die auch weitergeben, weil ich habe echt so viele Lidschattenpaletten. Deswegen hier ist noch eine, die ist ja auch schon ein paar Mal. Die habe ich sogar, glaube ich, selber, meine ich, diese Icon Mini Palette. Ich meine nämlich, die war mal in einer Glossy Box drin. Ich glaube, ich habe die selber noch irgendwo rumfliegen. So, was haben wir denn? Oh, wow! Der ist ja schön. Ich glaube, den muss ich behalten. Ein wunderschöner grauer Essie-Nagellack mit Schimmer drin. Der ist garantiert auch von Sophie. Die hat ja über 700 Nagellacke. Die ist total verrückt, was Nagellack angeht. Der ist aber hübsch. Ich glaube, den muss ich doch behalten. Ich auf dem Vielleichtstaub. Mal gucken, was am Ende bei rumkommt. So, was haben wir denn hier? Revolution Iconic Pro. Boah, die sieht noch total neu aus.
auch eine Palette. Dann schauen wir da doch mal rein. Boah, meine Finger sind so... Ihr dürft auch nicht auf meine... Mein Haar. Mein Haar macht heute, was es will. So. Ihr dürft auch nicht auf meine Fingernägel schauen. Wir haben nämlich gestern Möbel für mein Kind aufgebaut. Und da sind alles, was ich hatte, habe ich verloren. Deswegen ist es eine Katastrophe. Oh, die ist aber hübsch. Da. Die kenne ich gar nicht. Und die ist neu. Oder? Iconic Pro. Makeup Revolution. Oh, die hat aber schöne Farben. So tolle, die hat so tolle Alltagstöne hier oben. So dieses. Oh, da muss ich dann doch nochmal drüber nachdenken. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Die spricht mich ja jetzt schon ein bisschen mehr an. Mein Gott, Leute, hier ist so viel drin. Was haben wir hier? Ein Proteinriegel mit Matcha. Ja, Matcha ist nicht so meins, obwohl ich es ja fast mal probieren würde. Aber Matcha ist so... Das ist von MyProtein. Vielleicht, mal gucken. So, was haben wir hier? Ach, von Trinit Up ein Quick Dry Spray. Das ist auch für die Nägel. Ich habe sowas auch mal gehabt. So, dann haben wir hier einen wunderschönen pinken Nagellack von Essence. Ich glaube, so eine Farbe habe ich auch schon. Deswegen werde ich den auch weitergeben. Dann haben wir von Sebamed ein Anti-Haarverlust-Intensivschaum. Steigert das Haarwachstum, mehr Haardichte, sichtbare Ergebnisse nach 3 Monaten. Aha. Nur auf trockenem Haar und trockener Kopfhaut anwenden. Tragen Sie den Schaum 2x täglich morgens und abends auf die betroffenen Stellen auf. Okay, ich habe jetzt keinen sichtbaren Haarausfall. Ich werde das jetzt mal nochmal... Ist das noch... Ich will da mal... Das hört mich ja mal. Da scheint auch noch jede Menge drin zu sein. Also, falls jemand dabei ist, der da ein bisschen Probleme hat mit Haarausfall... werde ich das mal weitergeben. Ich habe da jetzt nicht so Probleme mit. Ach, das ist das, was angeteasert wurde. Das hat die Sophie in ihrem Video mit, glaube ich, zu ihren Duschgelen gezeigt. Da hat sie sich schon gesagt, dass das in dem Trish-Paket wandern wird. Ich vertrage leider diese Balea-Duschgele nicht. Ich kriege da unheimlich trockene Haut von. Deswegen wird das weiter wandern. Ach Gott, da ist noch ein Bronzer drin von Revolution. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich selber. Deswegen, warte mal. So. Ja, der ist noch zu, der ist neu. Ich glaube, ich habe fast denselben. Aber deswegen, glaube ich, werde ich den weitergeben. Ah, der ist mein, der Trinit Up Lippenbalsam. Der war von mir. Der ist nagelneu gewesen. So, jetzt sind hier ein paar Taschentücher. Okay, was haben wir denn hier? Ein Haarmilch-Shampoo von Nivea. Das riecht auf jeden Fall richtig gut. Vielleicht. Vielleicht. Ach, schade. Das war auch von mir. Da habe ich so gehofft, dass das einer nimmt. Das ist auch tatsächlich noch neu. Von Trackle Moon. Das riecht halt so minzig. Das war auch von mir. Ah, sind es jetzt 7 Produkte tatsächlich von mir zurück. Das ist ein Trockenshampoo von Wella. Das habe ich tatsächlich auch noch 2-mal im Backup. Deswegen wird das auch weiter wandern. Was haben wir denn hier? Oh, das ist schwer. Das ist ein Sea Salt Spray von der Firma Catwalk. Ich hatte schon mal sowas, aber bei meiner hat das nicht ganz so gut funktioniert. Damit kann man die Haare so, ja, so ein bisschen wie, nachdem, ja, kann man denen mehr Griffigkeit und, aber ihr seht, ich habe hier, ich habe genug Textur in meinen Haaren. Och Gott, was ist denn hier alles noch drin, Mädels? Was ist das denn? Eine Vitality Gel Creme von Marilou Bio. Sowas habe ich echt zuhauf. Die werde ich weitergeben. Genauso hier diesen Multibalm, den habe ich von eCooking. Den habe ich auch, glaube ich, 3-mal, weil der in dieser
Glossy Box da drin war. Mein Gott, sind so kleine Sachen auch noch drin. Was ist das? Ach, das ist auch nochmal so eine Probe von This Works. Die werde ich aber auch weitergeben. So, was haben wir denn hier? Ach, da sind noch so ein paar kleine Süßigkeiten drin. Diese Rosen habe ich reingetan, aber die finde ich ganz nett, die lasse ich mal drin. Und dann haben wir hier von Cebo und wie heißt das denn nochmal? CB & Co. Genau, diese Hanf, einmal Body Lotion und Body Wash. Diese Body Lotion, die habe ich mir aus einem anderen Trash-Paket, hatte ich mir die schon rausgenommen, aber die werde ich jetzt drin lassen. So, dann ist das kleine Paket hier leer, da ist aber noch ganz viel drin. Wahnsinn. So, ich habe jetzt mal noch alles, was da noch an den Seiten drin war, rausgeholt. Das ist noch so viel, Leute. Ich fange jetzt mal an hier. Da freue ich mich auch. Das High Society von Ricarda M. Und ich weiß mittlerweile, das hat Irene reingetan. Die kriegt es wahrscheinlich auch wieder, weil ich habe gesagt, ich sage auch Ricarda M. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist aus dem Home-Shopping-Kanal, war die ganz oft. Und das ist so eine... Ja, die Frau, die, ich sag, das schreit einfach so nach einem süßen Duft. Jetzt bin ich gespannt. Oh! Sorry, Irene. Was hast du gesagt? Du hast einen Dreierpack davon. Huh! Lisa, wir haben die Klitschkos immer gesagt, schwere Kost. Boah. Dann hier diese, das sind Handschuhe. Da habe ich auch noch ganz viele von. Die waren ja in dieser... Die haben wir alle bestellt, damit wir die gratis Look Fantastic Box da kriegen konnten. Ja, manchmal muss man ein bisschen rumtricksen. So, was haben wir denn hier? Hotel Parati Organic Body Lotion. Die darf auch weiter wandern. Dann habe ich hier ganz süß ein tolles Malbuch. Tiere und Blumen. Das finde ich eine richtig süße Idee. Und ich glaube, das werde ich mir auch wahrscheinlich für meinen Kleinen rausnehmen. Der malt nämlich unheimlich gerne. Ich lege es erstmal an die Seite. So, was haben wir denn hier noch? Meersalzöl-Duschpeeling von TT Sepp. Das kommt auch erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Dann ist hier Rituals of Namaste Micellenwasser. So eins hatte ich auch mal. Okay, ich will einmal dran riechen. Das vielleicht behalte ich das. Gucken. Das riecht nicht schlecht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Was haben wir denn hier? Von Mellow. Ich glaube, das ist der Lippenstift, der Glossybox Adventskalender war. Den habe ich tatsächlich selber. Ach, hier ist noch ein Produkt von mir. Von Alverde, das Puder. Trockenpuder. Ach, ein Trockenpuder, so ein Schwachsinn. Nina, es wird Zeit, dass ich es ist abends, ich muss ins Bett. Ein Trockenpuder, ne? Ihr wisst Bescheid. Ein loses Puder, wollte ich sagen. So, dann ist hier was von der My Little Box. Irgendwas mit, eine Dose mit, irgendwas mit Zitrone. Was bist du denn? Was ist das denn? Sind das so Scheiben? Kann man sich das auf die, ach, das kann man bestimmt in den Kühlschrank legen, dann kann man sich das auf die, dann kann man sich das auf die Augen legen. Das ist ja witzig. Mal schauen. So, dann sind hier noch diverse Süßigkeiten. Mambas. Das sind... Sowas esse ich leider gar nicht, weil das so heftigst in den Zähnen kleben bleibt. So typische Blondenzieher. Ach so, ja, hier ist der Lidschatten von Unique drin. Der wird auch weiter wandern. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ah, ich glaube, der war auch von mir. Hier von Essence. Dieser Lipgloss. Das haben wir denn hier. Laboratories Philorga. Was ist das denn? Eine kleine Maske. Die wird auch weiter wandern. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Eucerin, Duschöl und Lotion. Habe ich auch echt genug von. Werde ich auch weiter, wenn das... Oh, aber jetzt geht's los, ne? Lindor. Ich bin ja im Moment auf... Aber darauf stehe ich ja total, ne? Aber ich bin im Moment auf
Süßigkeitenentzug. Und ich weiß genau, wenn ich mir das jetzt hier lasse, dann esse ich das. Und deswegen, normalerweise würde ich mir alle drei rausnehmen, aber schweren Herzens gebe ich die weiter. Ja, so stark bin ich. Dann ist hier noch ein Manhattan-Lippenstift drin. In so einem Cinnamon, in so einem Braunton. Der ist auch neu. Wie erwartet. So, was haben wir denn hier? Eine Peeling-Maske von eCooking. Was haben wir denn da? Mit AHA und BHA? Okay, auftragen und dann vielleicht. Vielleicht. So, dann haben wir noch von Veleda Granatapfel. Ach, von Bella Pierre den Highlighter. Den habe ich selbst. Der darf auch weiter wandern. Ach, dann haben wir noch hier die goldenen Eye Patches. Die habe ich auch von der Sophie gekriegt. Die werden auch weiter wandern. Dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob der von mir war. Ich weiß es nicht. Deswegen werde ich den nochmal auf Reisen schicken, weil ich weiß, den hatten mehrere. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich den in dieses oder ins andere Paket getan habe. Aber falls er nicht von mir war, schicke ich ihn lieber nochmal eine Runde weiter. Die habe ich selbst von Louis Widmer. Hier diese Augencreme. Dann ist hier von Revolution ein Setting Spray drin. Das klingt auch ganz interessant. Das werde ich mal auf den Vielleicht-Stapel packen. Dann ist hier von Max & More, das ist ja die Make-up-Marke von Action. Das sind jetzt nicht so meine Farben, deswegen werde ich die auf jeden Fall weitergeben. Dann ist hier noch eine Gesichtsmaske von Balea drin. Auch die werde ich weitergeben. Ich habe jetzt dann echt... Was haben wir denn hier noch? Glow Drops Champagne von Yeka Black. Yeka Block. Ist das noch zu? Nein. Aber auch sowas habe ich... Ach, zuhauf. Dann diesen rosanen Highlighter von Alverde. Den habe ich tatsächlich selber, weil der, glaube ich, in der Pinkbox drin war. Der ist toll. Dann ist hier von Revolution Brow Tint. Das ist, glaube ich, zum... Ja, kriegt man dunklere Augenbrauen von. Brauche ich nicht. Hab genug dunkler. Meine Augenbrauen sind dunkel genug. Gott, ich muss mal gucken, dass ich nachher noch Platz habe. Was bist du denn? Glow Hair Glitter. Okay, Glitter für die Haare. Nein, ist nichts für mich. Ach, ist noch so ein Lindor. Ich liebe Schokolade. Ach, dann ist hier dieser Lippenlakör hier von Avon. Den habe ich tatsächlich selber auch noch. Der kommt auch weiter. Und dann haben wir hier zwei Tuchmasken. Und da schaue ich gerade mal. Das ist einmal mit Joghurt und Blaubeere und einmal mit Wein und Retinol. Okay. Ich habe auch so viele. Ich muss die erstmal aufbrauchen. Aber vielleicht freut sich jemand anderes noch drüber. So, jetzt kommt's. Jetzt muss ich mir überlegen, was behalte ich tatsächlich und was gebe ich weiter. Ich werde diese Konturpalette auch weitergeben, weil ich echt genug habe. Ich werde die aber mal hier ein bisschen mit in das paar Dings mit einrollen. So, was ich auf jeden Fall behalten werde, ist den Essilack. Den werde ich behalten. Dann werde ich von eCooking die Peeling-Maske behalten. Von Irene natürlich. Das war ja ein Geschenk für uns alle. So, dann hier die kleine Süßigkeit für meinen kleinen Schatz. Von Elemis die Probe werde ich behalten. Ich denke, diese Kokos-Haferflocken-Kekse werde ich behalten. Das Malbuch werde ich behalten. Dann dieses Duschpeeling werde ich behalten.
Ah, ich glaube, den hier, diesen Bronzer, ich habe so viel, den werde ich auch weitergeben. Ich habe einfach, ich werde, glaube ich, diesmal nicht so viel rausnehmen und mehr reintun. Die werde ich auch weitergeben, das ich werde sowieso nicht benutzen, ich kenne mich. Ja, das klebt ein bisschen, jetzt merke ich gerade auf Hand, ach, das kommt, ich habe so viel. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber. Das Detox Badezeug werde ich behalten. Das von Rituals, das werde ich auch weitergeben. Ich habe echt genug. Und jetzt muss ich mir aber nochmal die Lidschattenpalette angucken, weil ich glaube, die werde ich behalten. Wenigstens ein Make-up-Teil. Die finde ich echt hübsch. Ich habe eigentlich genug, aber ich finde die echt hübsch. Und das sind genau meine Farben, muss ich sagen. Also das so, kann ich so viel mit anfangen. Ich will die testen. Die werde ich auch behalten. So, und jetzt fragt ihr euch natürlich, jetzt werde ich ein Teil zeigen, was ich mit reingeben werde. Aber das habe ich mir jetzt noch gar nicht rausgelegt. Ich habe auf jeden Fall zwei Sachen hier, wo ich weiß, dass die... Aber es wird noch einiges mehr hinzukommen. Von mir wird auch auf jeden Fall ein Nagellack mit hineinkommen. Den zeige ich euch. Diesen hier, das ist so ein nudiger Ton, Catherine Nail Collection. Den hatte ich auch mal in einer Glossy Box, glaube ich, drin. Da ich so viel habe, wird der mit reinkommen. Und noch einiges anderes. Ich habe noch ganz schön viel gesammelt, nämlich was ich reintun werde. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Verfolgt auf jeden Fall auch die anderen Kanäle. Das schaut da vorbei. Da würde ich mich auch super drüber freuen. Lasst meinem Video sehr, sehr gerne bei Gefallen einen Daumen nach oben da. Wer es noch nicht getan hat, kann mich hier auf der Seite einmal sehr, sehr gerne abonnieren. Da sind noch zwei weitere Videos von mir. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.